Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII im Remake. Wir sind in der letzten Folge durch einige Etagen des Shinra-Hauptquartiers gewandert, haben ein bisschen was über die Historie des Konzerns erfahren, haben einen geheimen Verbündeten, beziehungsweise eigentlich zwei sogar kennengelernt in Form von Hutt und vor allen Dingen von Domino, dem Archivar, der hier so klammheimlich, ohne dass es jemals scheinbar jemandem aufgefallen ist, das ganze Gebäude überwacht und uns jetzt dabei unterstützt, weiter in das Gebäude vorzudringen, beziehungsweise auf Etagen zu kommen, die wir bisher nicht erreichen konnten. Und wir setzen unsere Erkundungstour jetzt hier einfach mal fort und gucken uns auch erstmals hier in der Bibliothek ein bisschen genauer um. Wir haben beim letzten Mal durch den einen oder anderen schönen Kameraschwenk auch schon einen ganz guten Blick auf das ganze Interieur hier werfen können. Und das war einfach mega der Trip. Also der letzte. Ah, ein Hoch auf den Bürgermeister. Okay, also du gehörst auch zu uns, oder was? Ein Hoch auf den Bürgermeister ist eigentlich das Codewort für alle, die sich irgendwie mit uns verbünden, beziehungsweise die auf der Seite von Domino stehen. Und ja, es bleibt spannend. Ich mag diesen Ort richtig, richtig gerne. Ich habe auch mit diesem Fazit ja die vorletzte Folge schon abgeschlossen und ich feiere das hier. Ich feiere das hier extrem. Gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt so, hey, mir fehlen die Kämpfe und ist mir hier alles zu storylastig und eventuell zu ruhig und so. Und ich bin genau auf der anderen Seite. Ich finde das so gut, wie es ist. So, jetzt muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Hier, oh, doch, hier komme ich lang. Ah, das ist, glaube ich, ist das der Raum, wo ich beim letzten Mal schon hingelangen wollte? Ich glaube nicht, warte mal. Ich brauche jetzt irgendwie eine sinnvolle Vorgehensweise. Ich komme jetzt aber wieder zurück, oder? Ich brauche eine sinnvolle Vorgehensweise, um das jetzt hier alles einmal abzusuchen. Warte mal, ich mache mal erstmal diesen Raum hier zu Ende. Denn es scheint ja hier auch Kisten zu geben. Die Kiste gerade eben war nach langer Zeit mal wieder eine, die wir vorgesetzt bekommen haben. Die letzte Folge war komplett ohne Kisten. So, hier bin ich gerade die Treppe runtergelaufen, ne? Richtig? Ja, denn eine andere gibt es hier nicht. Okay, warte mal. Dann habe ich jetzt einmal den äußeren Kreis. Dann lass uns jetzt mal gucken, ob wir hier beim inneren Kreis noch irgendwas aufsammeln, mitnehmen können, irgendeinen Interaktionspunkt haben. Stand da gerade nieder mit dem Bürgermeister? Der Bürger, okay. Die geben sehr merkwürdige Sachen von sich. Ich muss gleich niesen, deswegen muss ich mir gerade ein Nasenloch zuhalten. Ist nur blöd, weil ich die Kamera da nicht drehen kann. Moment. So. Was ist jetzt hier mein Fixpunkt, um zu erkennen, dass ich einmal mit der Umrundung durch bin? Da ist die Tür, wo wir gleich rausgehen werden. Und hier, genau, und hier ist der Treppenaufstieg. Okay, das heißt, der innere Kreis, der hat uns jetzt leider nicht noch eine Kiste hinterhergeschmissen, aber es ist okay. Mein Kistenhunger ist jetzt für 5 Minuten oder so gestillt. Danach muss dann bitte die nächste kommen, okay? So, ich glaube, auf dieser Etage sind wir noch nicht gewesen, weil wir irgendeinen Übergang in Richtung Theater hatten, wo wir, glaube ich, so eine Zwischenebene geskippt haben, wenn ich das jetzt nicht völlig durcheinander bringe. Ich will nur schauen, ob hier eventuell noch Schätze rumliegen. Das ist nicht der Fall. So, ich glaube, ich weiß aber noch ungefähr, wo wie das hier ausgesehen hat an der Stelle, wo ich feststellte, okay, hier gibt es kein Vorankommen. Das war dann, glaube ich, hier, ne? Hier standen wir schon mal. Komme ich jetzt hier theoretisch immer noch durch oder war das nur so eine einmalige Besuchsgeschichte? Das ginge theoretisch noch. Ich würde mal einmal noch mal kurz reingehen. Ich hoffe, dass da nicht noch mal die ganze Szene losgeht. Ich versuche jetzt mal die Mitte so ein bisschen auszusparen. Aber Kisten gibt es hier nicht, ne? Nee, ich glaube, die würden wir aus der Entfernung auch erkennen. Die sind ja auch so ein bisschen beleuchtet oder mit kleinen Leuchtelementen versehen. Genau, und über diese Treppe sind wir seinerzeit hier hingegangen. Genau, dann hat uns Hutt nämlich abgeholt oder abgefangen, als wir hier mit der Vorstellung durch waren. Alles klar. Nee, gut, dann würde ich mal sagen, ist das Gebiet soweit geklärt, dass wir jetzt in den nächsten Bereich vordringen können. Hier sind wir hergekommen, das war die Bibliothek, hier sind die Fahrstühle. Okay, dann würde ich sagen, lass uns weiter nach oben gehen und gucken, was die nächsten Etagen für uns bereithalten. Oh oh. So,
Dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen, damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung, wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen? Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist, du! Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön, bis auf die letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät, aber die Sache in Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Ich bin echt extrem schockiert, aber im positiven Sinne, im absolut positiven Sinne, wie gut sie Hojo hinbekommen haben. Ey, wirklich, es hat genau dieses Bild getroffen, was ich so vor meinem geistigen Auge Hojo auch zugewiesen hätte. So, also der ist ja irgendwie eklig, so ein bisschen gestört und krank, und man hat jetzt auch so im Hauptspiel schon so eine Abneigung gegen ihn gehabt. Ich finde, das haben sie in seiner ganzen Gesichtsphysiognomie komplett eingefangen. Also ich bin... Für einen kurzen Moment habe ich echt die Luft angehalten, weil ich mir dachte, okay, das ist tatsächlich Hojo. Das ist er. Den hast du direkt erkannt, noch bevor der Name eingeblendet wurde. Einfach nur krass. Krass gut einfach. So, ja. Das ist mein Wort zum Sonntag. So, ich weiß, dass hier jetzt der richtige Weg ist. Ich guck mal einmal, wie weit wir hier kommen. Wahrscheinlich wird vor der nächsten Tür wieder kein Durchlass gewährt, denn wir brauchen ja Hilfe und eine geupgradete Karte. So war ja die bisherige Systematik. Das wird sie wahrscheinlich auch immer noch sein, aber man kann ja mal gucken, ne? So, nicht, dass es hier irgendwie noch so einen versteckten Sonderraum gibt, den nur findige Leute, die so nachgucken, wie ich das jetzt gerade tue, entdecken können. Wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber sag niemals nie. Im Shinra-Gebäude im Originalspiel gab es auch einige Secrets. Und auch einiges an verpassbarem Kram, wenn ich so an diese Etage zurückdenke. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Wo sich einige Schotten... Moment. Die Post war gerade da und ich habe eine Vermutung, was sie mir gebracht hat. Aber ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht. Das kommt dann später. Gedanklich war ich ja bei dem einen Raum im Shinra-Gebäude. Genau, wo man die Schotten... auf und zu machen konnte und das nur in begrenzter Anzahl möglich war oder so, und du dann einige Items, wenn du dich nicht ganz so gut angestellt hast, verloren hast und nicht mehr rankamst und so. Ja, das war spannend. Das war spannend. So, wir haben jetzt diesen einen Weg noch, richtig? Und das war hier auch der einzige. Ich gehe jetzt einfach mal, ohne mir da jetzt großen Kopf zu machen, aber ich glaube, ich habe vorher alles untersucht. Geschäftiges Treiben. Ist ja auch Ausnahmezustand.
Was ist mit der Verbreitung von... Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Anfragen. Dann setzt eine KI darauf an. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein. Also macht euch locker. Die arbeiten in so einem dunklen Großraumbüro. Tragen die hier nicht alle irgendwie Augenschäden davon? Also ich meine, ich arbeite auch am liebsten in eher dunklen Räumen, muss ich sagen. Aber so aus Arbeitgebersicht ist das doch absolut nicht tragbar. Also wie ich jetzt hier voll den Moralapostel raushängen lasse, aber das springt einem halt direkt ins Auge, wo wir gerade schon mal beim Thema Augen sind. So, wer von euch ist jetzt der Gepflegte? Wer ist der, der sich wäscht und der ein bisschen eitler aussieht als alle anderen? Das gilt es herauszufinden. Wie komme ich denn da überhaupt rein? Wie soll ich denn den richtigen finden, wenn ich hier nirgendwo Zugang habe? Wahrscheinlich komme ich nur in diesen Raum rein oder... Oh, oder was will mir die Karte sagen? Hier gibt's auch was. Helferlein, wo magst du sein? Wir werden es wohl einfach auf gut Glück versuchen müssen. Denkt an die Losung. Ein Hoch! Auf den Bürgermeister. Alles klar. Ich hab's nicht vergessen. Und hier habe ich jetzt schon wieder, ich glaube der Bereich im Bioshock, der hieß irgendwie Arcadia oder so. Schon wieder diese Assoziation. Also es erinnert mich und es hört auch scheinbar nicht auf. Alles extrem an Rapture. Muss ich immer wieder ergänzend hinzufügen, weil es gibt ja auch Bioshock Infinite. Da ist das Setting dann halt nochmal ein bisschen anders. Oh, hier kann ich mit jemandem reden. Guten Tag. Hey, nicht vordrängeln! Ich war zuerst da! Ein Hoch. Hä? Haben Sie was gesagt? Vergessen Sie's. Stellt euch mal vor, ihr geht auf eine wildfremde Person zu. Und quatscht die einfach random an mit ein Hoch. Ich weiß nicht, was ich darunter verstehen würde. Keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich genauso reagieren wie der Typ hier. So nach dem Motto, haben Sie irgendwas gesagt? Oder ich hätte gesagt, pardon, ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Ah, die Szene, die war gerade irgendwie leicht verstörend. So. Was ich jetzt aber trotzdem nicht verstehe, ist das Ausrufezeichen, das zeigt doch hier hin. Achso, das hat aber einen Pfeil nach oben, alles klar. Vergesst, was ich gesagt habe, den Pfeil nach oben, diesen kleinen, den habe ich jetzt gerade für einen kurzen Moment wieder übersehen. Wow, sehr interessante Cafeteria. Ich habe schon einige gesehen in verschiedenen Gebäuden und Firmen, aber keine, die auch nur im Ansatz so aussah wie diese hier. Sehr, sehr stylisch. So, bei jedem, den wir jetzt ansprechen können, versucht er es jetzt mit ein Hoch oder was? Spannend. Ich bin auf die Reaktion gespannt. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ein Hoch. Wie? Soll das ein anzügliches Angebot sein? Auf so eine Reaktion habe ich nur gewartet, ey. Oh Mann. Ich feiere das irgendwie, dass das sich klaut, aber auch nicht so albern bei vorkommt. Also kommt jetzt nicht bestimmt, aber dass er das einfach so über die Lippen bringt. Herrlich. Ein voller Magen und der Stress ist gleich besser zu ertragen, was? Ein voller Magen und der Stress... Oh, hoffentlich können wir noch ganz viele Leute mit einem Hoch ansprechen. Das ist voll der Running Gag, ey. Wo wir doch dachten, dass wir uns im Krieg... Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Der Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrechern niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Die anderen Platten sind doch... Hallo Heidegger, hier sind wir. Na, auch hier. Hier im Gebäude sind wir sicher. Dass ich hier aber nicht in der Menschenmenge, sage ich mal, auch irgendwie die Option zur Verfügung steht, ein Hoch zu sagen. Wahrscheinlich ist ihm das zu peinlich in der Anwesenheit von so vielen. Das haben bisher die beiden ansprechbaren NPCs gemeinsam. Die waren nämlich alle alleine. Das heißt, der Blamagefaktor ist da nicht allzu groß, genauso bei ihm hier. Gardisten? Stimmt ja. Ihr seid auch gut auf Trab, was? Sind die Täter schon gefasst? Ein Hoch. Wird das der Wetterbericht? Vergessen Sie's. Oh,
Da haben sie sich aber ausgetobt, ne, mit den Reaktionen. Okay, der lässt sich kein weiteres Mal anquatschen. Er hier. Er telefoniert aber, er ist sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass ich hier so schnell wegkomme. Ein Hoch. Ruhe bitte, ich telefoniere. Okay. Das war jetzt nicht allzu spannend, aber auf das mit dem Wetterbericht bin ich bisher auch noch nicht gekommen. Wisst ihr, welche Assoziation noch fehlt? Dieses ein Hoch, dass man irgendwie ein Hoch auf, also dass man irgendjemanden so hochjubelt, ne? Ein Hoch auf den, also das, was eigentlich ja auch gemeint ist mit ein Hoch auf den Bürgermeister. Oder ein Hoch, dass man vielleicht irgendwie ein Glas auch hebt oder so. Also ein Heben so nach dem Motto. Vielleicht kommt das noch. Was ist denn mit dir los? Überarbeitet? Ich will von all dem nichts wissen. Ein Hoch. Ich glaube, der hat uns gar nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Dem beschäftigen gerade andere Dinge, als dass er unseren Worten Gehör schenkt. Aber es ist auch okay. Denn es macht es uns einfacher, den Richtigen zu finden. Wobei wir eigentlich nach Kartendarstellung ja schon wissen, dass auf dieser Ebene die richtige Person gar nicht anzutreffen ist, ne? Sondern wahrscheinlich eine Etage über uns. So, mit der Frau kann ich auch nicht sprechen. Die beiden hier spricht er auch nicht an. So, können wir hier lesen, was es hier gibt? Kann ich irgendwie ranzoomen? Nee, ne? Meine Augen sind nicht kaputt. Ihr erkennt das auch nicht, oder? Ich würde mal sagen, es ist nicht lesbar. Aber dann können wir uns jetzt anderen Zielen widmen. Kommentieren die das in irgendeiner Form, was wir hier drin sehen? Ja, also schöne Cafeteria. Ist natürlich alles Geschmacksfrage, aber ich finde die nett. Ich finde die sehr nett und sehr stilvoll. Oh. Was ist das? Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Kampfsimulator. Aber guck mal, da ist auch unser Ausrufezeichen. Das heißt, der Typ vor dem Kampfsimulator ist der, der auf unser ein Hoch richtig reagieren wird, scheinbar. Ich mach mal erstmal einen Bogen um den. Bei Kampfsimulator muss ich immer noch als erstes an Star Ocean The Last Hope denken. Der Kampfsimulator. Wobei das Ding ja hier auch so heißt, ne? Aber mit Star Ocean habe ich bisher mehr zu tun gehabt als mit dem Remake hier, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht wird perspektivisch der eine Kampfsimulator den anderen ablösen, gedanklich, wer weiß. So, auf jeden Fall gibt es hier neue Mucke. Barrett, gehen Sie mal aus dem Weg. Mein Ohr hat da was vernommen. Scarlet's Theme. I see. What? Ich habe eine Trophäe. Ich wollte gerade sagen, weil das hier gerade wieder so schön in der Liste nachvollziehbar ist, habe ich die jetzt alle gesammelt? Ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt alle habe, dann ist das Spiel dann bald zu Ende, oder? Das ist für mich immer so ein Indikator anhand des Trophäensystems. Wenn du irgendeinen Sammelerfolg erzielst, dann heißt es, dass zumindest ja keine Dungeons mehr kommen, wo du noch mehr einsammeln kannst. Jetzt zieht sich gerade ein bisschen der Magen zusammen, weil ich habe irgendwie noch gar nicht so Finalgefühle, sage ich mal. Also so mein Bauch sagt mir noch nicht, das Spiel ist bald zu Ende. Ich habe mich damit auch kopfmäßig noch gar nicht befasst, dass es hier vielleicht bald zum letzten Part kommen könnte. Du bist von der Garde, oder? Kannst du mir einen Tipp für den Simulator geben? Ein Hoch. Soll das ein Cheat sein? Wie geht der weiter? Ich finde das einfach so geil. Soll das ein Cheat sein? Wie auch einmal immer völlig trocken, immer mit der gleichen Betonung, egal was die Leute ihm erzählen, immer ein Hoch. So völlig teilnahmslos. Guten Abend, was darf es sein? Ah, warum bietet er der Verkäuferin nicht das ein Hoch an? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Was ist, wenn sie genau die Richtige ist, Cloud? Schon wieder nicht mitgedacht, der Mann. Oh, 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 es gibt neues Zeug. Es gibt neues Zeug. Ein Armreif, der geometrische Muster verwendet, um die Anbindung der Materia zu verstärken. Oh, wir haben hier so ein verknüpftes zwei verknüpfte Materia-Slots, aber hier auch, sehe ich gerade. Ich glaub, das ist eher selten hier. Ein vom Shinra-Konzern produzierter Armreif für Elite-Soldaten. Ein Armreif, der aus natürlichen, seit Urzeiten existierenden Materialien hergestellt wurde und dem magische Kräfte innewohnen. Ich hätte gern eins von jedem, wenn ich ehrlich bin. Aber rein von den Stats, wie sie sich da unten zeigen, macht das hier auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, ich will einen von jedem haben. Ich glaube, hier so ein Runenarmband nehme ich auch noch mit. Ein bisschen Geld habe ich ja.
Und wie ich gerade anhand der Trophäe für die Schallplatten festgestellt habe, den hier kaufe ich aber nicht, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld benötigen, wenn das Spiel bald vorbei ist. Weil hier ist, glaube ich, der einzige Mehrwert dieser zusätzliche Materia-Slot und den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier habe ich noch nicht geguckt. Gibt es hier noch Materia, die ich eventuell in größerer Ausführung noch benötigen würde? Ich behaupte mal, nein. Ich könnte mein restliches Geld aber für Mega... Es ist teuer. Ich will aber hier jetzt auf die 30 kommen. Phönixfedern. Lass uns mal hier noch ein bisschen aufstocken. Nur für den Fall der Fälle. Und der Rest, der muss dann erstmal... Der muss erstmal so reichen. Waffen gab es hier aber keine, ne? Achso, doch. Es gab sogar einige Waffen. Nur die haben wir alle schon. Beziehungsweise sind sie ausverkauft. Aber das ist hier, glaube ich, das Gleiche. Also gleichzusetzen mit besitzen wir schon. Oh, hier noch eine Gesprächsoption. Sehr gut. Zum Training hier für die entscheidende Schlacht? Ein Hoch. Hä? Ein Hoch? Ist ja langweilig. Das ist ja langweilig, dass sie das mit dem Wetterbericht zweimal bringen. Da hätte ich ja eher so einen Seufzer oder so noch okay gefunden. Buh, weißt du, Hauptsache der letzte NPC. Und da holen sie nochmal was aus der Konserve. Aber egal, wir haben es ja geschafft. Itemshop, da steht es auch dick und fett. Eigentlich gar nichts zu übersehen. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Hier ist immerhin eine Bank in der Nähe. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt rauf? Genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Okay, das ist dann wohl der Moment, wo der Part jetzt kippen wird und die ganze Stimmung, wenn er schon sagt, das wird schwer. Ich speichere mal erstmal. So, und jetzt begeben wir uns in die Höhle des Löwen, würde ich mal sagen, oder? Was ist? Wollt ihr etwa aufgeben? Eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin. Einfach so rück ich die Karte nicht raus. Was ist? Wollt ihr etwa aufgeben? Ich habe gar keinen Bock. Jetzt auf eine große Herausforderung. Ich bin nicht mal warm gekämpft, aber gut, das Thema kenne ich ja bereits aus. Aus einigen anderen Folgen auch. Na, mal gucken. Vielleicht wird es ja nicht so schwer. Ich habe das neue Equipment nicht angelegt. Oh. Oh nein. Domino Allstars. Na, Glückwunsch. Kämpfe mit einem Dreierteam gegen eine Gruppe von starken Gegnern, die der Helfer von Bürgermeister Domino höchstpersönlich ausgewählt hat. Sag mal, was mir jetzt gerade erst einfällt, ist die neue Waffe, die Barrett am Ende der letzten Folge bekommen hat. Ist das eine Schusswaffe? Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. Na, Hauptsache, ich decke mich erstmal mit Megatränken und mit Phönixfedern ein, ne? Teilnehmer 3, Kämpfer 1. Huch. Warte mal, umblättern. Okay. Drei Runden. So, ich nehme normal, so wie immer bisher. Rang Stufe 3. Im Kolosseum wäre aber Stufe 3, glaube ich, machbar. Ein Gruppenkampf für drei Teilnehmer, Teilnehmer, bitte den Anführer auswählen. Ich starte mit Cloud. Spielt das eine Rolle? Das habe ich schon im Kolosseum nicht verstanden, warum die Reihenfolge jetzt hier wichtig ist. Man kann doch während des Kampfes sowieso switchen, oder nicht? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie man kämpft. Ich dachte, ich könnte jetzt hier den nächsten Part irgendwie überleben, ohne dass hier Dinge von mir verlangt werden, von denen ich noch nicht weiß, ob ich imstande bin, sie zu leisten. Sarah muss ich aber nicht mehr analysieren, glaube ich. Ja, Sarah kennen wir schon. Sarah mag nämlich keine Dings hier, kein Blitz. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade in dieses Menü reingehe, wo ich doch hier eigentlich das auswählen kann, was denen am meisten wehtut. So, jetzt können wir mal ein bisschen gucken. Ja, Tifa greift schon wieder das an, was sie nicht angreifen soll. Und jetzt ist sie stumm. Was heißt das nochmal? Entfesselung geht aber noch. Dann entfessel dich mal. Sprengfaust! Komm, hau raus! Jawohl!
Das läuft doch so tiefer. Du kannst hier scheinbar einiges. Rechtschaffene Faust. Ein rascher Frontalangriff erhöht Schaden bei Gegnern im Schockzustand. Der ist nicht im Schockzustand. Wir packen mal das hier einmal raus. Bei die wer? Hat sie das jetzt platziert? Jawohl. Guck mal, weil dort, wo das gerade platziert wurde, da macht das auf jeden Fall... Jawohl, da macht das auf jeden Fall Schaden. Also mein Jawohl war gerade darauf bezogen, dass ich scheinbar eine Schusswaffe habe, oder? Warte mal. Ja, geil. Jetzt kann ich endlich mal wieder aus der Ferne mit ihm ein bisschen Remi-Demi machen. So, warte mal, ich müsste jetzt hier vielleicht mal wieder ein bisschen mit Blitzgar um mich hauen. Welcher ist jetzt der zerstörtere? Sarah B. Warum sind wir eigentlich zuerst auf B gegangen? Ich weiß es nicht. Aber läuft. So. Approximationsschuss. Bündelt alle vollgeladenen. Das machen wir jetzt einmal voll ins Fressbrett. Hä? Ist gerade gar nicht getroffen? Also wenn es getroffen hat, hat es auf jeden Fall extrem wenig Damage nur ausgeteilt. Sehr unbefriedigend. So, dann versuchen wir es nochmal mit dem Schockschuss. So, und dann kann Tifa... Oh, 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 warte, 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 was soll ich tun? Schock, ich will... Du rollst in die falsche Richtung, mein Freund. Blitzgar, Sarah B. Schneller. Jetzt ist dein Schock schon abgeklungen. Ich glaube, wenn du 10 Jahre brauchst, dann entfaltet das sein Potenzial auch nicht, weißt du? So gewinnt man keine Schlachten hier. Hackentritt. Mit einem Hackentritt aber eventuell schon. Zumindest die Schlacht gegen einen von denen. So, warte mal, jetzt muss ich mal hier ein bisschen heilen. Einmal den hier bitte. Ich hoffe, die Heilung kommt auch an. Sarah B. besiegt. Kommt auch 10 Jahre zu spät, die Meldung. Voll der Internet-Explorer unter den Kampfanzeigen hier. So, Schockschuss. Sarah A. Der braucht schon Sägeblätter anzugreifen. Also ich glaube, es wird hier eh 3 Runden geben. Davon mal abgesehen, aber der Barrett macht irgendwie kaum Schaden. Oh oh. Der will gerade voll auf Barrett losgehen. Ich sehe es in den Augen dieses Sarah-Gegners. Es ist nicht zu übersehen. So, kriegen wir dich jetzt noch einmal geschockt? Das wäre ja herzallerliebst, wenn das gelänge. Sarah A. Die Leiste sagt, dass du eigentlich kurz davor bist. Ey, wo dümpelt denn Tifa schon wieder rum? Überall, nur nicht beim Gegner direkt. Das ist scheinbar... Ja, da brauche ich mich auch nicht wundern, wenn der Hackentritt nicht trifft. Okay, ich glaube, ich spiele jetzt nur noch mit Barrett. Wenn er eine Schusswaffe hat, dann treffe ich wenigstens, egal wo ich stehe. Dann ist mein Kampfsystem-Dilemma ein bisschen reduziert. So, aber warte mal, wenn ich jetzt hier... in dem Modus bin, sollte ich nochmal zaubern? Nee, zauber jetzt nicht. Cloud hat auch gar nicht mehr die MP, um jetzt hier irgendwie nette Kunststückchen zu vollziehen. War es das eventuell? Oder kommt noch eine zweite, dritte Runde? Ich wäre nicht traurig, wenn das jetzt hier schon abgeschlossen wäre, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Erneut versuchen. Warum sollte man das tun? Ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Reicht es jetzt? Überraschungstüte. Nee, brauche ich nicht. Meine Tütchen hole ich mir aus dem Kolosseum, wenn ich Bedarf habe. So, und nun? Jetzt spreche ich wieder mit unserem... Ja, mit unserem Informanten. Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen... Was ihr da wollt? Nein. Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschungsabteilung fest. Oh. Im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo, der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinter. Wir nehmen den Direktor als Geisel, dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, der im Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden.
Jawohl, endlich dürfen wir auch mal ein Klo besuchen. Shinra-Kampfsimulator. Im Shinra-Kampfsimulator wurden neue Kämpfe freigeschaltet. Manche Belohnungen können nur in diesen Kämpfen erhalten werden. Während der Kämpfe im Kampfsimulator dürfen keine Gegenstände verwendet werden, aber dafür werden nach jedem Kampf die TP und MP ein wenig wiederhergestellt. Die Materia stehlen, kann nicht eingesetzt werden. Okay. Hätte ich jetzt wahrscheinlich eh nicht ausprobiert, davon mal abgesehen. Du standst hier vorher aber nicht. Wer sind Sie denn? Bist du auch eine Eingewiesene? Eine von uns? Hallo, Cloud. Ich habe dich erwartet. Erinnerst du dich nicht? Ich bin Lehrling in der Forschungsabteilung von Shinra. Ich weiß über dich Bescheid, da ich ins Netzwerk des Firmenvorstands eingedrungen bin. Ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Ich stelle einen Vertrauensanstieg fest. Machen wir es kurz, um keinen Verdacht zu erregen. Ich dachte, es wäre eine alte, kleine Frau. Ich habe ihn einfach nicht erkannt. Wie peinlich. Okay, so, hier gibt es auf jeden Fall nichts Neues. Und ansonsten so, Chatley, altes Haus. Aber klar, er hat sich ja damals direkt als Shinra-Mitarbeiter auch vorgestellt, der aber eigentlich auf unserer Seite ist. TP-Absorption, ganz schön teuer. Ich nehme erstmal gar nichts. Ich freue mich auf weitere Daten. Ich muss die ganze Zeit niesen gerade. Es tut mir leid, wenn ich irgendwie ein bisschen nasal sprechen sollte. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich Ich will nur gucken, ob ich jetzt. Nee, wenn ich ihn mehrfach anspreche. Also, wir haben zwischenzeitlich scheinbar auch nichts irgendwie abgeschlossen. Hab das jetzt zuletzt gar nicht mehr getrackt, aber gut zu wissen, dass Chatley hier auch ist. So. Und jetzt soll ich hier neue Kämpfe theoretisch haben. Ich will mir mal angucken, was die Belohnungen sind. Und dann darauf basierend entscheiden, ob ich dem Ganzen hier nochmal Zeit widme oder eher nicht. Und vor allen Dingen, wie die Schwierigkeitsgrad-Einordnung ist. Oh nein. Oh nein. Oh, Machina-Armreif. Das ist das Ding für 6400, glaube ich, ne? Hat das im Laden gekostet? Hyperschutzreif. Das sind aber alles nur Einzelkämpfe, ne? Gilboost. Ist das eine Materia? Hätte ich jetzt vermutet. Oh, diese Sachen hätte ich gerne. Im Zweierteam und mit einem Dreierteam. Ich versuche das mal, der fliegende Zirkus. Oh mein Gott. Fliegende Gegner, ne? Da muss auf jeden Fall Barrett mit rein. Normal. Ich nehme jetzt Cloud und Barrett. Gut, wenn ich Cloud und Barrett nehme, dann habe ich niemanden zum Heilen. Dann nehmen wir jetzt Barrett und Tifa? Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Ich guck mal, wie weit ich komme. Wahrscheinlich wird mir Cloud am Ende fehlen. Oh. Das sind aber viele. Oh, ist ja so schön, wenn ihr alle am Boden bleiben würdet, ne? Aber es sind jetzt auch wieder mehrere Runden. Ich sollte mich vielleicht auch nicht zu früh freuen. Das ist nämlich erstmal nur die Warm-up-Phase. Aber mit Barrett sollte das kein Thema sein. Und allzu gefährlich sind sie, glaube ich, auch für Tifa nicht. Ich baller jetzt einfach mal auf die los, ohne groß jetzt an meine MP oder so ranzugehen. Ich kann solche Sachen hier aber noch machen. Geistzug? Entzieht Gegnern im Umkreis TP. Nee, nehmen wir mal Approximationsschüsse. Das hat schon wieder nicht getroffen, oder beobachte ich das einfach nur falsch? Ich weiß nicht, ist mir ja alles zu hoch. Ich glaube, das ist der unspektakulärste Kampf ever, aber es ist auch ein bisschen entspannt. Ja, und wir bekommen EP und FP. Kann man doch nichts gegen sagen, oder? Ich überlege gerade, ob es nicht besser gewesen wäre, Cloud mit reinzunehmen. Der hat vielleicht Materia, die uns hier geholfen hätten. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie viele Runden das hier sind. Aber ey, solange ich Barrett habe, bin ich auf der sicheren Seite. Irgendjemand ist im Schock. Ich nehme jetzt hier nochmal Schock. Ich weiß, es ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil ich muss hier nicht mehr in Schock versetzen, aber egal. Ist jetzt nicht die dynamischste Vorgehensweise im Kampf, das ist mir klar. Vielleicht werde ich auch irgendwann an meine Grenzen stoßen, weil ich feststelle, dass... dass ich irgendwie zu schwach bin oder die falsche Strategie hier ansetze oder so. Keine Ahnung. So, warte mal. Oh, ich wollte jetzt erstmal das Vieh einmal zerstören. Oh, beschwören. Beschwören steht zur Auswahl. Ich weiß nicht, ob die jetzt gegen Eis empfindlich sind. Aber die Beschwörung, die wird nicht in den nächsten Kampf mit reingenommen, ne? Das wäre halt noch schön gewesen. Und Barrett habe ich irgendwann mal eine, glaube ich, eine Materia gegeben, um die, um seine Dings, seine Limitleiste schneller zu befüllen. War da nicht mal was? So, warte mal, ich muss jetzt erstmal für Heilung sorgen. Das war nämlich der eigentliche Grund, warum ich auf Tifa umgeschwenkt bin.
Feuerstoß. Jawohl. Feuerstoß, ich liebe dir. Aber ich liebe eigentlich alle Schusswaffen. Hier, Esper-Fertigkeit. So, Himmelsschlag. Komm, einmal auf die untere Bioklette. Denn die untere, die hat noch mehr Energie. Die könnte jetzt eher ein bisschen Schaden noch vertragen. Oh. Das hat gut funktioniert. Glückwunsch tiefer zum Stufenaufstieg. Aber das war's noch nicht, ne? Ich tippe mal auf 5 Runden. Im Kolosseum waren es, glaube ich, auch immer 5, ne? Oh, diese Hippokampen. Die konnten doch aber gar nicht so viel, oder? So, warte mal, wie konnte ich jetzt... Ah, so konnte ich die Gegner wechseln. Okay, währenddessen fresse ich natürlich wieder Schaden, den ich eigentlich nicht fressen wollte. Ich haue erstmal die Mono-Drives kaputt, weil ich glaube, dass das ein bisschen schneller geht. Oh, guck mal, das sind voll die satanischen Seepferdchen. Die sehen voll süß aus. Also nicht die Mono-Drives, sondern der Gegner hier gerade vor mir. Fand ich ja schon ein bisschen niedlich. Also wegen dem Seepferdchen-Anteil, nicht wegen dem Satans-Anteil. Wobei... Bisschen cute ist das auch. Oh, oh. Ich wollte gerade kluge Dinge mit Barrett machen. Barrett, solange dein Name rot geschrieben ist, geht's dir nicht gut, ne? Ich brauch Heilung. Ich brauch ganz dringend Heilung. So, von wem wurde Barrett gerade so eingenommen? Ich kann in diesem Menü, kann ich die Gegner nicht wechseln. Ey, es klingelt schon wieder. Es könnte sein, dass ich gleich nochmal aufspringen muss. Weil es irgendwie niemand kam, war wahrscheinlich nicht für mich. Ich habe eigentlich auch nur auf ein Paket gewartet, deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht gewesen. Maximale Wut, was war das nochmal? Oh ja, vernichtender Kugelhagel. Das nehme ich mit auf den geschockten Gegner. Jawohl. So will ich meine Gegner sehen. Geschockt am Boden liegend und tot. Oder halbtot. Halbtot ist auch okay, wenn sie nicht in ihren letzten Atemzügen irgendwas bringen, was sie länger am Leben hält als gewünscht und geplant. So, ja. Aber dann werden wir uns durch diese Runde wahrscheinlich ganz gut durchmogeln können, schätze ich mal. Und ich hoffe, dass meine Vermutung, dass wir hier eine Materia als Belohnung bekommen, dass sich das auch bewahrheiten wird. Wobei, oh nein, das sind Kombatanten. Die rieche ich doch auf 10 Kilometer Entfernung. Meine wundervollen Hassgegner. Aber egal, ich bin bewaffnet mit einer Waffe, mit der es richtig Spaß macht, euch zu bekämpfen. Ihr wart nur so ätzend, weil ich mit Barrett immer die falsche Waffe hatte. Jetzt hat er gerade volle Möhre daneben geschossen. Ernsthaft? Ich brauche Feuer oder Wind. Ich glaube, ich habe beides nicht, oder? Ich glaube, Tifa war nicht diejenige, die Feuer hatte. Ich glaube, das war leider Cloud. Das war leider Cloud. Also habe ich hier schon mal einen kleinen Nachteil. Aber... Okay... Das ist auf jeden Fall der unbequemste Kampf bisher. Aber nichts, was unschaffbar wäre, behaupte ich jetzt erstmal ganz vorsichtig. Hä, irgendwie, immer wenn ich diesen Spezialschuss nehme, habe ich immer das Gefühl, der trifft nicht. Ich weiß nicht warum. Da muss halt Tifa jetzt hier aushelfen. Geht der Schmetterer auch nach oben? Nee, Tifa und Luftgegner, da war ja mal was, ne? Habe ich irgendwann schon mal festgestellt, dass das irgendwie nicht so ganz gut zusammenpasst. So, wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Ich nehme jetzt nochmal die große für beide. Warum hat sie denn die ganze Zeit volle MP? Weil sich nach einer Runde das um 50% immer auflädt, ne? Ich glaube, das wurde mir ja auch mehrfach schon angezeigt. Jawohl, eine Beschwörung hätte ich jetzt irgendwie ganz gerne noch, aber... Die Limits, die setzen sich leider nach jeder Runde scheinbar auch wieder auf Null zurück. Boah, das ist halt echt Zähne. Zähne. Wenn du da kein Komma zwischensetzt, dann klingt das wie Zähne. Aber die kleine Kunstpause hat hoffentlich zum Verständnis beigetragen. So, kommt der Schuss jetzt noch, den ich gerade ausgewählt habe? Sehr schön. Boah, ihr seid trotzdem nervig. Auch wenn es hier eine Aussicht auf einen möglichen Sieg gibt, aber... Ja, oh, spaßiger Kampf geht anders. Jetzt ist wieder B besiegt. Das kommt immer so verzögert mit dieser Meldung, dass ein Gegner besiegt ist, dass ich immer denke, dass der nächste, bei dem ich gerade bin, irgendwie besiegt ist. Wisst ihr, was ich meine? Oh, warte mal, ich stehe schon wieder in irgendeiner Pissplörre. Keine Ahnung, was der da auf uns absondert, aber es tut uns definitiv nicht gut. Das ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht gut für den Turn, aber um den soll es hier nicht gehen. Ich glaube, das ist Barrett ziemlich egal und Tifa kann sowieso nichts entstellen. Ja, war es das wirklich? Oder kommt noch was? Oh nein.
Oh nein, aber es ist ein fliegender Gegner und ich habe was zum Schießen. Also, hätte uns schlimmer treffen können. Ich würde mal vermuten, dass er jetzt auch nicht eine viel bessere Verteidigung hat als, als sag schon, als die Kombattanten gerade eben. Nein, Barrett hatte die ganze Zeit Feuer. Wann habe ich ihm das denn gegeben? Keine Ahnung. Aber damit hätte ich... Ich habe den gerade hochgeheilt damit, aber hier steht nicht, dass er das absorbiert. Während des Kampfes kann es in den Finstermodus wechseln, indem es sämtliche Magieattacken absorbiert. Alles klar, dann habe ich es jetzt auch verstanden. Mann, da wollte ich einmal kreativ sein und andere Wege einschlagen, um den Gegner hier zu finishen und dann das. Kann halt nur Schusswaffen. Ist okay, dann habe ich es auch verstanden. So, Tifa, ich glaube, wir brauchen gleich wieder ein bisschen Unterstützung. Tifa hat keine Dings. Tifa hat keine Dings, jetzt hat sie Dings. Wir wissen alle, was ich mit Dings meine, ne? Es ist nicht erklärungsbedürftig. Nein, 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 nein. Ich stehe in irgendwas, was mir wehtut und was mich irgendwie anzieht. Gar nicht gut, Barrett. Da möchtest du nicht stehen. Oh! Okay. 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 Wodurch kam die Heilung gerade zustande? Ich glaube, das war Auto-Vita. Okay, das könnte unbequem werden. Das ist irgendwie sowas wie Gravitas oder so, was er gerade eingesetzt hatte, ne? Bringen Sie sich in Sicherheit. Tifa, wo ist die Heilung? Da ist die Heilung. Sehr schön. Ich sollte den Gegner vielleicht auch anvisieren, bevor ich zum Schießen ansetze. Das Spiel hat mich gelehrt, dass das durchaus hilfreich ist. So, jetzt kann ich wieder Schüsse absondern. Bitte einmal den hier. Kam der Schuss jetzt oder kam der nicht? Habe ich nicht mitbekommen. Was für ein Gravitationssog. Jetzt geht's nämlich wieder los hier. Aber das ist noch nicht das, was uns vorhin so viel Energie abgezogen hat. Wo ist denn Tifa? Ist die in dem Sog gefangen oder nicht? Warte mal, aufladen. Konnte ich das aufladen? Boah, der Kampf, der ist echt zäh. Ich warte jetzt mal... Oh, nee, ey. Warte, ich wollte jetzt so einen fancyen Approximationsschuss vom Stapel lassen. Warum kommt sie nicht auf Itaga? Ach so, weil sie gar nicht sie ist, sondern ich war gerade bei Barrett unterwegs. Okay. Heilung kommt, Heilung kommt. So, ich will immer noch mein Ab... Jetzt habe ich mein ATB nicht mehr. Warum? Ich wollte gerade mit meinen vollen ATB-Balken zum Approxima... Der ist... Was? Was? Ich komme gar nicht zu dem. Ich brauche 10 Jahre, um bis zum Gegner zu gelangen. Bis dahin ist seine Dingsleiste schon wieder komplett auf Null. Ja, super. Hat ja mal überhaupt nichts gebracht, ey. Glückwunsch. Oh, ich kann mein Limit einsetzen. Endlich. Hier, Katastrophe. Bitteschön. Gönn dir, hässlicher Vogel. Stirb bitte daran. Oh, der hat aber... Jawohl. Ja, ja. Würdiger Abschluss, würde ich sagen. Würdiger Abschluss. Hätte schlechter, schlimmer laufen können. Wie auch immer. Sehr gut. Skillboost bekommen. Vielleicht hatte ich so eine Materie auch schon und ich weiß es nur nicht mehr. Aber Ziel auf jeden Fall erreicht. So, da haben wir jetzt auch ein schickes Häkchen dran. Wenn das überhaupt ein Häkchen sein soll. Keine Ahnung. Aber jetzt können wir uns gleich den Skillboost mal angucken. Und mal schauen. Und ganz umsonst war es auch in einem anderen Zusammenhang nicht, denn Tifa hat ein Level-Up generiert. Was fehlt denn bei den Kampfberichten noch? Sämtliche Magie-Materia Meister? Nö, das wird nicht mehr passieren. Nicht mehr in diesem Leben. Nicht mehr in diesem Let's Play. Vielleicht irgendwann mal offscreen, weil es dafür bestimmt auch eine Trophäe geben wird, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Was wollte ich tun? Ja, ich wollte mir angucken, jetzt weiß ich es wieder. Moment, ich wollte mir angucken, was ich da bekommen habe. Gil Boost. Da ist es. Gefundene Gil plus 100%. Und ich habe das tatsächlich noch nicht. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass ich zu Beginn der nächsten Folge den EP-Boost auf jeden Fall auch noch holen werde und wir danach dann erst weitermachen werden. Hier habe ich jetzt gerade keinen Bock auf Waffenmodifikation. Das machen wir dann irgendwann, wenn wir entweder mehr Pünktchen angesammelt haben oder wenn wir eine Waffe upgraden können, mit der wir auch gerade tatsächlich spielen. Okay, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, war es das für heute. Und ja, Fahrplan steht beim nächsten Mal. Ein Kämpfchen machen wir hier noch, dann geht es weiter mit der Hauptstory und
Darauf freue ich mich. Tatsächlich jetzt gerade auf beides, jetzt wo Barrett wieder eine Schusswaffe hat. Ich fühle mich ja fast unbesiegbar. So ein bisschen. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten heute. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.